Ich erinnere mich, dass das schon damals nicht deins war, das Jump and Run. Was? Das halte ich aber für ein Gerücht. Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Da drüben steht einfach der Tommy. Hallo. Und ich bin der Klabautermann. Wir spielen Raft und haben dieses schöne Teilchen hier entdeckt letztes Mal. Wir haben was gefunden. Da hüpfen wir gleich mal rüber. Ja. So, ich packe mal gerade. Jemand, aber du. Ups. Du wartest doch auf mich. Warte, wir brauchen, glaube ich, einen Haiköder. Ich glaube, wir müssen tauchen. Wieso? Weil man... Also ich kann nicht über die Reling springen. Ich lass mal einen Großteil meines Inventars da und ich würde einen Haiköder auswerfen. Ah, verstehe, was du meinst. Ja, dann muss ich mal das ein paar, zwei, drei Sachen noch in meine Box packen, oder? Wieso liegt hier ein Stein? Und Federn. Und Planken. Und Zeugs. So, ich wäre soweit. Aber den Haiköder muss ich noch holen. So. Ich habe letztes Mal fleißig geangelt, sodass wir jetzt Bruce ablenken können. Ja. Wo bist du denn? Brucey. Nein, Bruce. Ach so. Da drüben. Komm, schwimm dahin. Schwimm dahin. Na, ich bin mir noch nicht sicher, ob er dich oder den Köder nimmt. Ich bin aber schneller als der Köder. Aber er kommt zu dir. Oh. Er ist nicht zum Köder. Er ist noch nicht. Jetzt hat er den Köder, glaube ich. Nee, er hat dich. Er ist auf dich fixiert. Der Schlingel. Ich glaube, jetzt hat er den Köder. Ja. Jetzt sind wir safe. Wo warst du denn schon überall, dass ich das nicht doppelt umsonst? Erstmal gehe ich hier ganz runter und hole den Schrott. Genau, und jetzt habe ich Durst. Und Hunger. Und überhaupt. Da muss ich mich noch richtig hart dran gewöhnen. Dass du vor solchen Außeneinsätzen was isst und trinkst? Ja. Okay, die Spinde kriegt man nicht auf. Aber wo kommt man denn jetzt rein in das Gebäude? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz runter in die andere Etage. Ne, im zweiten Untergeschoss war ich schon. So, hier habe ich quasi Durst. Ach hier ist ein, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, hier geht's. Elend, ey. Oh, Caught a Shark, named him Bruce. Da wo der Eingang ist. Wo bist du denn? Ich musste was essen. Wo bist du rein? Hier. Hier. Guck mal hier. Über dir. Da über dir. Da fehlt ein Stück Reling, da kann man hochspringen. Du bist aber sehr optimistisch. Ich hab's ja geschafft. Wow. Ich hab auch ein paar Mal gebraucht. Achso. Cool, ein Haufen Schrott liegt hier rum. Bruce, you bastard, I got you. Robbie, boat's gone. Bastard Sharkies, after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Der gute Mike. Hey, ich bin schon über dir. Ja, aber du verpasst hier die ganzen Büros. Hier liegt ein Haufen Zeug rum. Hier, Kunststoffbehälter. Aber kann man die aufnehmen? Ja, ich habe gerade wieder Kunststoff gesammelt. Wir haben ja noch nichts. Muss hier auch wieder runter. So, mal hier kann man. Jetzt bin ich aber. Hier, was ist hier? Ein Telefon. Krass. Hier sind Notizen. Oh, guck mal, Notizen. Hinweis aufnehmen. Ich habe einen Hinweis. Ich habe ihn auch gesehen. Was hast du vorhin gedrückt? T? Ah ja, da ist die Notiz vom Radio Tower. Das müssen wir nachher mal, wenn wir ihn gelootet haben, müssen wir das mal in Ruhe lesen oder vorlesen oder vielleicht als Abspann oder so. Tatsache, hier kann man die Kunststoffflaschen mitnehmen. Warum auch immer. Also ich, so Wasser als Wassertank wäre das halt eine ziemlich coole Nummer, aber...
Hallo. Klobby, dreh mal um. Siehst du hässlich aus? Ah, Dito. Oh, das ist aber ein schönes Floß da vorne. Ich weiß auch nicht, wer das gebaut hat. Na, der Herr persönlich. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das war jetzt hier so ein Jump'n'Run. Bist du jetzt da hochgekommen? Ich bin über die... Im Gebäude drin ist eine Treppe. Im Gebäude drin? Ich glaube, da, wo du jetzt... Nee. Oh. Oder? Nee. Hinweis. Oh, wo findest du das alles? Ja, ich loot hier alles durch. Ach so. Ich bin doch so ein Lootsauger. Ich finde immer nur Schrott und Plastik. So ein Elender. Nee, Mist. Nochmal. Scheibenkleister. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen Zeit lassen. Aber sonst verhungere ich gleich wieder. Hoch. Ich erinnere mich, dass das schon damals nicht deins war, das Jump'n'Run. Was? Das war das schon damals. Aber, das halte ich aber für ein Gerücht. Sag mal, hast du mich im Discord so, dass du mich einfach muten? Achso, ich glaube, du bist nicht gerannt. Du kannst mit, welche Taste ist denn das? Mit irgendeiner Taste kannst du rennen. Ich glaube, ich bin gerannt. Okay. Oh, mit Shift, wie in jedem 3D-Game. Ja, geklappt. Und da musst du jetzt genau am Ende, genau. Ja, ich habe einfach nur zu spät gedrückt, Mann. Alles gut, ich krieg das hin. So, hier ist eine Küche. Da ist aber nichts drin. Ich laufe über den Kreis und komme nicht mehr raus. Ach, hier komme ich raus. Wenn es euch schlecht wird beim Zugucken, tut es mir leid. Aber ich muss jetzt hier ganz schnell looten, sonst verhungere ich nämlich wieder. Du musst da die Kisten hoch, die braunen. Ah. Und dann hier nochmal einen Sprung machen. Aber da haben sie aber hier ordentlich kompliziert gemacht, ne? Ja, das ist doch... Ah, jetzt habe ich den Hinweis gefunden. Toll! Utopia. Utopia? Ist Utopia? Guck mal, da sind Häuser drauf. Oh, ich kann jetzt eine Stirnlampe erforschen. Oder ist das, weil du es aufgenommen hast? Das kann sein. Ich habe irgendwas aufgenommen gerade. Da ist irgendwas, was aus dem Wasser rausragt zumindest. Es sind Häuser, ne? Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal nach T gucken. Leute, bei FIS 1019 steht da bei mir. So, warte mal. Vasagatan. Leute? Hashtag 1019? Das müsste man sich jetzt alles durchlesen, ne? Ja, also ich glaube, ich werde, wenn wir das Spiel beenden, werde ich das hier einmal laut vorlesen. Das mit dem 1019 kann ich aber einordnen, dass man kann bei diesem Navigationsgerät kann man eine Frequenz einstellen. Ja. Und wir waren, glaube ich, bis jetzt bei irgendeiner Frequenz mit 5 vorne. Das passt zu dem, was im Büchlein ist, ja, Radio Tower 5126. Ja. Und wahrscheinlich müssen wir das jetzt auf 1019 stellen. Und dann kriegen wir gezeigt, wo Vasagatan ist. Klingt das logisch? Du sprichst das aber schon schön aus. Wir können mal ganz kurz anreißen. 2 Monate lang haben wir an diesen 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen können. Unsere Namen sind nicht wichtig, sie gaben uns alle Spitznamen. Dralalala. Sparrow war seit dem ersten Feld vor sich gewesen, vor allen Dingen bei den Details, die verschönert worden waren. Prototyp, bereit nicht stabil. Momente irgendwas Notkühlsystem, das schlampig aussah. Tralalala. Okay, jetzt haben wir hier Januar. Es ist quasi ein Tagebuch, was wir hier gefunden haben. Und
Es gibt hier ein kleines Story-Element, was so ein bisschen darauf Hinweis gibt, was passiert ist und wo wir hin müssen. Und wahrscheinlich haben die Leute von Vagagatan oder wie das Vasagatan. Heißt? Vasagatan. Vasagatan hat. Der Gute. Gibt es so ein bisschen Hinweis drauf. Der Klappi wird das nochmal irgendwie vorlesen, nochmal in aller Ruhe und wird nochmal seine Dokumentation noch mit dazu tun. Das gerne in seiner Folge mal dann einfach mal angucken. Ich pack's nicht rein, weil ich nämlich frech und böse bin. So. Ich bin schon wieder unten. Ich stelle mir gerade die Frage, ob wir noch einen Haiköder opfern und da unten. Ich weiß nicht, wie viel Schrott da liegt, aber es liegt ein bisschen Schrott auf dem Grund. Tommy ist schon wieder unten am Einsammeln und sagte nachher, nö, brauchen wir nicht. Nee, aber der Hai kommt gerade. Boah, das sah heiß aus. Ja, wollen wir noch Schrott sammeln gehen? Oder glaubst du, es lohnt sich dann? Nee, wir müssen dringend Schrott sammeln gehen. Hauen Haikill da irgendwo. Ist leer. So. Schmeißen Sie mal. So. Ich schmeiße mal. Schmeißen Sie mal, junger Mann. Hast du geschmissen, Junge? Noch nicht. Ich habe gerade so ein bisschen im Tee rumgetröpfelt. Das musste ich mal gerade so ein bisschen. Okay, Hai ist am Köder. Hai, Köder. Ganz schön heiße Sachen, die wir machen. Ach, das sind nur Steine. Und das sind High Definition. Tommy. Ja. Also richtig geil. Heimat ist dort, wo die Freunde sind. So richtig heiß ergiebig ist das hier nicht, oder? Nee, aber sehr heimelig, tatsächlich. Ja, das liegt an Bruce. Ich sammle gerade hier noch ein bisschen. Oder ist noch ein Fass? Vielleicht schaffe ich das noch. Oh, vielleicht aber auch nicht. Oh. Heißt das jetzt, dass wir jetzt abhauen müssen? Wir müssen als nächstes von dieser Insel wieder weg. Und ich sehe, noch ist Bruce am Köder. Na, Heidewitzka. Ja, ich hoffe nur, dass ich... Oh Mann. Also ich sehe jetzt hier an der Stelle nichts an der Außenwand. Ich lichte den Anker. Oder bist du noch unter Wasser? Ich bin noch unter Wasser. Oh, Bruce ist gerade von seinem Köder weg. Ich bin jetzt aber auf dem Floß und wir können los. Dann lichte ich den Anker und wir fahren in den Sonnenuntergang. Beziehungsweise wir könnten doch noch uns angucken, wie lange denn unser nächstes Ziel war bei 1019. Dann gehen wir aber direkt mal pennen, weil es wird gerade dunkel. 10:19. Wir können auch erst pennen gehen. Ich liege im Bett. Ach so, das Floß bewegt sich. Ich habe mich gerade gedacht, okay. Wo auch immer es uns über Nacht jetzt hingedingst hat. So. Mach mal an hier. So, und dann stellen wir das Ganze auf 1019, ne? Oder? Ich gucke mal auf T. Taucht 1019 müssen, ne? Okay, es leuchtet grün. Und wir müssen... Ja, da stehst du davor. Jetzt musst du sagen, wo wir hin müssen. Richtung Süden. Und wir sind quasi schon auf Kurs. 1830 Meter. Wir haben müssen, glaube ich, die Strömung trägt uns genau in die richtige Richtung. Ah, okay, ja. Wir müssen ein bisschen weiter links. Ja, ich bin schon dabei. Lass mich mal ausloten. So, jetzt geht es ein bisschen schneller sogar. Und siehst du rechts unten das Batteriesymbol? Ja, okay. Ausschalten. So, ich habe ausgeschaltet. Ist das spannend. Ich würde mich jetzt mal interessieren, ob der Bruce... Hier hinten ist der Bruce, den kannst du gerade fragen. Bruce. Ich bin mit ihm ins Wasser gefallen.
Man kann auch wirklich alles irgendwie, sehe ich gerade. Auch die Netze kann man wieder abbauen. Er hat übrigens, hier drüben an der metallverstärkten Zeugs hat er geknabbert. Ja. Du müsstest dir das mal angucken, ob das Wasser weggeknabbert hatte. Ob das verstärkt war oder nicht. Und zwar war das die Platte, auf der ich jetzt hier stehe. Warte. Ich muss mal gerade wieder was trinken. Was essen, weil irgendwie Specki-Mampftonne, der hat Kohldampf. Moment. Specki, guck mal, die Platte, auf der ich hier stehe. Die habe ich vorhin. Die war nicht verstärkt. Okay, und die Platte, die hier quasi unter diesem Aufbau drunter ist. Also neben zwischen der Platte, auf der du stehst, und dem Loch für den Haken. Für den Anker. Die beiden. Hier? Die beiden. Ja, genau. Die sind nicht verstärkt gewesen. Ja, okay. Die hatte er weggefressen. Oh, ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier die noch ringsrum verstärken. Tatsächlich. So, was habe ich denn für fette Beute? Ich habe 17 Schrott. Ich guck mal gerade. Und 2 Scharniere habe ich gefunden. So, das und das. Blödsinn, was mache ich denn hier? Na, Blödsinn doch, natürlich. Nee. Ja, ich weiß. Warte mal. Platzieren. Ne, 4. Mit E platzieren. Dann packen wir hier noch ein paar Planken rein. Die brennen. Dann haben wir hier sogar fertig. Und dann kann ich hier vorne. Ach nee, ich muss ja noch Nägel bauen. Aber lass bitte ein bisschen Schrott auch übrig, dass wir nicht allen Schrott nachher in Form von Nägeln haben und dann brauchen wir ihn in irgendeiner anderen Form. Ja. Also den Turm habe ich jetzt mal, also diesen kompletten Turmaufbau mit Dingens habe ich jetzt verstärkt mit Metall. Ich glaube, wir brauchen auch Metall, um eine Schere zu bauen, um eine Schaufel zu bauen, weil die Schaufel brauchen wir für den Dreck. Und irgendwas hatten wir doch vorhin hergestellt, den Eimer. Hattest du den Eimer mal im Forschungstisch? Den Eimer brauchen wir tatsächlich nicht, aber jetzt mit der Pumpe macht das natürlich Sinn, wenn du mit dem Dreck irgendwie. Aber hast du den Eimer mal in... Nicht. Okay, wo war der nochmal? Hier drüben? Ist er noch in deinem Inventar? Nee, okay, ich habe ihn. Nee, ich habe den in irgendeine Kiste getan. Tatsächlich. Okay, man kann nichts erforschen. Wäre auch noch schöner gewesen. Das hätte ich vorhin, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ob ich es gesagt hatte. Aber da war kein Hinweis darauf, dass man dann. Ich glaube, dass man da was erforschen kann. Es gibt noch ziemlich geile Dinge. Wir können eine Stirnlampe erforschen, nützlich bei der Erkundung dunkler Orte. Dafür müsste ich die Batterie nochmal ausbauen und die Batterie in den Forschungstisch legen. Mal gucken, was wir dann noch kriegen. Nein. Wir können hier tatsächlich aufnehmen. Ich habe hier noch Nägel und Bolzen. Ah, okay, nee. Wenn man eine Batterie in den Forschungstisch legt, dann verschwindet sie. Das lassen wir doch. Ja, aber vielleicht kommen wir da gar nicht drum rum. Ich glaube, wir müssen dann irgendwie was machen in die Richtung. Ich guck mal gerade, Stuhl, Schild. Schild, Teppich, Tisch. Trophäenbretter. Planke, du kannst draufschreiben, was du willst. Auf das Schild. Gut. Laterne können wir bauen. Eine Uhr können wir bauen. Stuhl, Kalender. Ach cool. Kalender. Ist auch nicht schlecht. Ein Wimpel. Wobei, ich glaube, der Wimpel steht schon oben. Ich glaube, der Wimpel war das, was uns die Strömung im Meer anzeigt. Ja. Okay. Oder? Ja, irgendwie sowas war das. Genau, der Wimpel hat die Windrichtung gezeigt. So, ich brauche 4 Schleim und einen Bolzen. Vier Schleim und einen Bolzen. Okay. Wir haben keinen Schleim mehr. Schade. Schleim? Doch. Ach so, Entschuldigung, ich war in der falschen Kiste. In der Glibber, Quatsch, der... Genau. Ich war in der falschen Kiste. Wir müssen allerdings noch... Bruce, hör auf! Oh, ist er jetzt tot? Was knabbert er an? Was hat er angeknabbert? Er hat hier ein nicht verstärktes angeknabbert. Ach,
Also ich glaube, das verstärkt der Lester tatsächlich in Ruhe. Das wäre natürlich cool. Da liegt es ja nahe, das komplette Floß ringsrum mit verstärkten das Dingern hätte, zu bauen. Das hätte dann was. Ich schaue gerade nochmal auf unseren Ping-Apparat. Ping-Apparat sagt noch 1300. Ja. So, Stein. Nägel. Plastik, Plastik. Säule. Oh, ich verhungere schon wieder. Nee, ich verdurste. Diesmal verdurste ich. Yippie! Ich verdurste. Floß voraus. Wo? Aber das ist nicht voraus, oder? Ich, keine Ahnung, wo unsere Front ist. Aber du im Floß findet, wobei... Im Floß findet man manchmal auch Rezepte. Ja, deswegen. Lass mal einen Zwischenstopp einlegen. So. Muss aber hart gegensteuern. Guck mal, wo die Flagge hinzeigt. Findest du? Ich meine, ich hätte gerade irgendwie. Obwohl, ich bin jetzt getäuscht tatsächlich. Nee, aber ich glaube, wir haben. Wir fahren ganz gut. Möchte ich mal frecherweise behaupten. Ich habe ansonsten in der Zwischenzeit hier unten einen besseren Herd gebaut und würde da mal gucken, ob ich jetzt mit den drei Rezepten da weiterkomme. Ja. Ah. Pass auf, ich hüpfe dann gleich mal rüber. Guck dir das mal an. Jetzt kriegen die ganzen Gemüsegedönse kriegen plötzlich auch... Ah, da brauchen wir den Eimer auch für. Was ist das denn jetzt hier? Schönes. Das ist da kannst du die Rezepte dran machen. Ja. Ich kann aber nichts anwählen tatsächlich. Wahrscheinlich musst irgendwie. Du mit dem richtigen. Warte mal, lass uns mal gucken, wo haben wir die Rezepte da? Nee, vielleicht bist du gerade dran oder so. Ich Ach kann so. Ja gar nichts, ich kann ja hier gar nichts machen. Wie viel Kartoffel und rote Beete brauchen wir da? Viermal Kartoffel oder rote Beete. Ich habe doch hier irgendwas in der Hand. 2 und 1. Scheiße. Ich mampf erstmal eine Zwiebel. So. Oh, wir fahren dran vorbei tatsächlich. Moment, ich muss gerade mal. Ich glaube, wir entfernen uns schon wieder so ein bisschen. Schwierig. Boah, wie viel Müll hier schon wieder. M2 Rohr. Ja, ich merke schon irgendwie, man hat dann doch mal so einen etwas stressigeren Moment. Und dann hat man auch mal wieder einen etwas entspannteren Moment. Bei Raft, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Ja. Wie es gerade insgesamt irgendwie läuft. Ich finde, wir müssen jetzt irgendwie eine Insel suchen, müssen ganz, ganz viel so einen Schrott sammeln. Ich glaube, das ist jetzt die nächste Ressource, die wir jetzt ganz dringend brauchen und ganz in großen Mengen brauchen. Und ich bin dafür, dass wir müssen hier dringend aufräumen. Wir müssen das Oberdeck ausbauen und wir müssen aufräumen. Inwiefern aufräumen? So viele Kisten bauen, dass wir die ganzen Ressourcen in einzelne Kisten packen können. Aber so bauen, dass wir dann die Ressourcen auch direkt finden. Aha. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, frecherweise. Weil ich, wenn ich Planken brauche, suche ich erstmal die Planken. So, warte mal. Bruce! Mach du! Ja, warte. Ach so, okay. Das ist er bleibt halt nicht so lange. Ja, nee, ich wollte nur gucken, ob das eine Platte ist mit Verstärkung. Ach so.
So, dann brauche ich mich hier. Dann brauche ich wieder einen Barren. Wir haben noch einige Barren. Behältst du das Floß gerade im Ja, Blick? Ich bin am. Wobei wir irgendwie. Ja, wir halten. Wir halten drauf zu, aber es ist wahnsinnig langsam, weil wir halt gegen die Strömung arbeiten. Ja, das ist okay. Du könntest dir das Paddel schnappen und drauf zu rudern. Ja, das ist okay. Wir haben es nicht eilig. Glaube ich. Wir haben es, glaube ich, nicht so eilig. Oh, dafür brauche ich jetzt Plastik. Achso, war das wahrscheinlich schwimmt, ne? Die Foundations. Dann baue ich nämlich jetzt hier, dann machen wir es jetzt quadratisch praktisch gut und dann. Genau, für alle Foundations. Also, wenn du das Floß größer brauchen willst, deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch mit dem. Dinge nicht mehr einsammeln oder Dinge wegschmeißen. Gehst du weg? Wollte der meine frisch eingepflanzten Kartoffeln gerade fressen? Der Schlumpf. Aber ich habe ihn getötet. So, ich glaube, jetzt können wir noch mal. Jetzt können wir noch mal mit dem Paddel irgendwie arbeiten. Ich guck mal gerade, wo ist mein Paddel? So, da ist mein Paddel. Ach ne, das sind die Pfeile, die brauche ich gerade nicht. Paddel auf. Boah, jetzt ist da schon wieder so ein Vieh. Oh, das war ein Headshot jetzt. Das hat ihn nach hinten weggebrezelt und mein Pfeil ist verschwunden. Nee, der klebt hier. Nee, ist weg. Row, 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 immer. Kommen wir denn näher? Hast du den Eindruck, dass das für näher kommen oder ist es vergebens? Bist du am Paddeln oder nicht paddeln? Ich paddel gerade. Und wenn du nicht hörst, paddel drüber. Ja, wir kommen näher. Ja, ne? Das machen wir jetzt die Folge noch und dann. Ich fisch nebenher ein bisschen. Schnubidubidubidu, schnubbeldi-bubbeldi-bu. Hältst du mal gerade dem Bruce im Blick? Tut er gerade was? Und dann müsstest du gleich mal Anker werfen. Wie, du kannst nicht bei laufender Fahrt auf das Schiffchen rüberspringen? Ich meine, das geht doch eh gleich unter, sobald du drauf bist. Ja, aber ich. Ach so, stimmt. Hast du ja auch wieder recht. Es tut mir leid. Also ich anker natürlich, wenn du irgendwie ins Wasser fallen und kurz vorm Sterben sein solltest oder so. Du siehst, dass im Erdgeschoss steht eine Kiste. Ja. Und vielleicht steht ganz oben drauf auch noch eine. Das sehe ich von hier aus nicht. Und sobald du das Floß betrittst oder sobald wir es vielleicht sogar schon berühren, geht's unter. Ja. Ich will dann ein bisschen Stress aufbauen. Es geht weiter unter. Komm zurück! Oben ist nix. Ich sehe es. Ist das geil? Ist das geil? Ja, mit solchen Freunden brauchst du keine Feinde. So, und wir wollten ja noch in das Buch reinschauen, das wir gefunden haben. Und zwar, oder das Buch, die Infos, die wir gefunden haben. Das ist dann wohl die Story. Du bist ein mutiger Pionier. Dein Floß, dein Zuhause, dein Haken ist dein Freund. Wenn dein Floß auseinanderbrichst, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren gehst, baust du einen neuen. Wenn du den Eindruck hast, das blaue Meer zieht sich unendlich hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibgut hast. Höre alle Frequenzen des Funkgeräts ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Andere waren schon vor dir da. Weitere werden dir folgen. Setz auch du ein Zeichen in der Welt. Die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammel so viele, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich in Acht vor Haien. Ich sehe dich an einem trockenen Ort, Sis.
Ja, das scheint so eine Art Tagebuch zu sein. Und die 7 Prinzipien von dem Story-Modus, was wir im Radio Tower gefunden haben. 2 Monate lang haben wir an diesen Reaktoren gearbeitet. 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen könnten. Unsere Namen sind nicht wichtig. Sie gaben uns allen Spitznamen, nachdem dieser Vorarbeiter alles über das Testprojekt im Norden verraten hatte. Als ob das einen Unterschied gemacht hätte. Verdammt. Als ob einer von uns an dieser Stelle überhaupt einen Unterschied machen könnte. Sparrow war seit dem ersten Feld vorsichtig geworden. Vor allem bei den Details, die verschönert worden waren. Anscheinend ist der Prototyp bei weitem nicht stabil. Es wurde nicht erwähnt, was mit dem chinesischen Team passiert ist, das vor uns lag. Wahrscheinlich zeitlich vor uns lag. Warum sollte einer von ihnen... Vren sollte einer von ihnen sein, aber er lässt es nicht zu. Owl murmelt etwas über das Notkühlsystem, das schlampig aussah, was aber nicht die halbe Wahrheit war, aber ich wusste es besser. Boah, ist ganz schön holprig übersetzt. Ich wusste es besser, als darüber zu quatschen. Ich meinte, sie haben uns einen trockenen Ort gegeben, und an dem wir arbeiten können. Gott weiß, dass es nicht viele von ihnen gibt, von den trockenen Orten. Okay, das war scheinbar im Radio Tower im Dezember. Ich kann das größer machen. Dann lässt sich es besser lesen und ergibt vielleicht insgesamt noch mehr Sinn. Was wir da noch gefunden haben, ist eine Notiz aus dem Januar. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren. Dass wir einen Ort hätten, auf den wir hinweisen könnten, außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16 und 18 scheiterten heute nach 3 Tagen Testzeit. Der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass er sich direkt durch den nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen. Okay. Sparrow überprüft die Strahlungswerte, die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräumen benutzen. Die Strahlungswerte. Wir können das in Ordnung bringen, sagte sie. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig. Wir 4 überlasteten, erschöpften Bürogummis würden also die Welt retten. Oder was davon übrig war. Februar? Fragezeichen. Es stellte sich heraus, dass Vren uns verpfiffen hatte und die Verantwortlichen wütend machte. Sie müssen gewusst haben, dass wir sie beim Arbeiten am 12er und 24er hinhalten. Diese Dinge geben so viel Strahlung ab, dass sie um Himmels Willen grün verbrannten. Außer dass sie sie trotzdem genommen hätten. Sicher, Ole und ich haben uns gestritten, aber dieser Haufen Sportler hat uns einfach rumgeschubst. Sparrow und Reaktor 8 nahmen sie auch mit. Schließlich wussten Vren, dass sie die einzigen waren, die Intelligenz hatte, sie am Laufen zu halten. Apropos Intelligenz, da ist der intelligente Bruce. Oh, das ist doch nett. Okay, dann haben wir jetzt wahrscheinlich einen Moment Ruhe, um den Rest zu lesen. Sie ließen uns auf der Reaktorprüfplattform zurück und sprengten dann die Fundamente. Das Wasser stieg langsam an. Owl denkt, wir sollten ihnen hinterherlaufen. Ich wünschte, ich wäre nicht einverstanden mit ihm gewesen. So, und dann haben wir von Owl wahrscheinlich eine Notiz. Wenn du verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende. Wir haben den Motor so hart und schnell wie möglich hochgejagt, aber ich glaube, er ist ausgebrannt. Wir haben es gerade noch bis zum Funkturm geschafft. Owl sagte, das Boot ist unbrauchbar, doch ich kann es reparieren. Sie sind uns wahrscheinlich weit voraus, aber ich denke, sie sind auf dem Weg nach Selene. Ich will nur das an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben das nicht verursacht, aber wir haben verdammt gut geholfen. Und bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und den 24er abschalten und wir werden Sparrow zurückholen. Und dann werde ich sie vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht. Und sie wird mich nicht derart komisch angucken, als ob ich dieses Mal verrückt wäre. Ole hat meinen Notizblock gefunden, aber ich habe ihn wiederbekommen. Ich muss ihn beim nächsten Mal besser verstecken. Dieser Marker macht es wirklich schwer, Dinge zu löschen. Aber wir werden sie zurückbekommen, das müssen wir. Kuckuck.
Okay. Und dann haben wir noch Tage, 8. Januar, der Notruf vor der Empfang. Trace, 9. Januar, Erstellung des Berichts, Sprache unbekannt, Malaysisch, Hol Tarigan. 2. Februar, Kommis tot, Schüsse in der Ferne. Tangar Roa. 4. Februar, man spricht Malaysisch, zu schnell, um es zu verstehen. Kota Yanka, Kota Yanka. 6. März, Taigan fand einen trockenen Ort, wir gehen, das Wasser steigt und es fehlt uns ein paar Plätze. Es tut mir leid. 8. März, Mike, wenn du das liest, geh nach Balboa, sofern es immer noch über Wasser ist. Es gibt Vorräte in der Speisekammer. Okay. Also, für mich klingt das so, als ob das die Hinterlassenschaften von Wissenschaftlern sind, die irgendeine Form von Reaktoren in Betrieb genommen haben, die scheinbar so gut reaktoriert haben, dass wir jetzt alle auf einem großen Ozean schwimmen. Also da scheint irgendwas gründlich schiefgegangen zu sein. Das sind jetzt sozusagen die Infos aus dem Radio Tower und ein Hinweis auf den neuen Standort C19, den wir hier schon im Funkgerät haben, der noch 600 Meter entfernt irgendwo in diese Richtung ist. Wir raften dann quasi demnächst weiter in der nächsten Folge hier auf Klabautermann RP und einfach Tommy. Ich wünsche euch was. Lasst ein Abo da, ein Däumchen und natürlich etwas Schönes in den Kommentaren. Ja, bitte. Fragen zu Raft? Gerne, die beantworten wir natürlich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut.